Natürlich geht's Hand in Hand weiter. Ich mach die Parts jetzt mal ein bisschen länger, weil Horizon passt einfach. Das, weiß ich, wenn ich das in 20 Minuten Parts rumschneiden würde. Das ist nur ein Grauhabicht. Warte mal, wenn ich den ordentlich fetze. Ich bin mehr als bereit für dich. Aber warum? So. War zu weit. Oder die haben noch so eine Schutzschicht vor der Brust. Das ist ein Sägezahn, ne? Na komm her. Hallo. Aua. Lümmel. Jetzt aber. Reicht mir aber mit dir. So, keine Ahnung, was da jetzt, ich glaube. Nee, das sind gar keine. Autsch. Na komm her. Kleiner Mann. Was los? Versteck schon nicht hinter deinem großen Bruder. Der macht ein Nickerchen. So. Siehste, kriegen wir noch hin. Hat viel zu viele Ressourcen gekostet, weil gefühlt die Dinger nichts gebracht haben. Weiß der Schnee ganz schön. Ja, schlimm, ne? Habe ich einen Stein geworfen? Lol. Hinterfrage ich jetzt mal nicht. Okay, 80 FPS bei so einem Wetter. Das ist okay. Der ist echt sauer. Ach Quatsch. Hör nur spielen. Siehst du? Der sucht jetzt einen Platz zum Sterben. Ist sie nicht einfach in der Luft explodieren und runterhauen? Das ist ein bisschen verwirrend. Auf der anderen... Was war das? Auf der anderen Seite aber auch faszinierend zugleich. Maus! Wo ist die Maus hin? Etwas Vorrat. Ja, Vorrat würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass wir das brauchen, Mädchen. Aber läuft. Ist okay. So, jetzt geht's hier hoch. Die Frage ist, kommt uns noch mehr entgegen? Kommt uns da noch mehr entgegen? Müsste eigentlich nicht der Fall sein. Cutscene!
Tor, Mann. Fuck. Verdammt. Bleib hier, du Lümmel! Ist aber schon coole Atmosphäre. Weißt du was? Ich will mal was probieren. Weißt du, wenn nicht wir das jetzt... Ja, man kann es übertreiben. Komm her, kleiner Phönix. Hau doch nicht ab. Yo. Nimm mal extra den Jagdbogen, es soll nicht so schnell vorbei sein, weil die Atmosphäre gar nicht mal schlecht ist. Aua, du Ratte. Nimm mal so einen Schocktrank. Ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Ich meine, wenn der Bogen voll gespannt wäre, würde ich wahrscheinlich die meisten Schaden erzielen, aber hier geht es um Schnelligkeit. Lauf doch nicht weg, du Lappen! Hat schon was Bedrohliches. Obwohl wir schon echt viel Level über dem sind. Er die Elektrizität nimmt, ne? Er hat gesessen. Wächter Gaia. Na dann. So. Oh, Schockspule. Oh, Feuerspule. Geil. Da gab Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, 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 Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. So, bam, 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 bam. Handhabung. Ja, ein bisschen, aber ansonsten massiv Schaden. Der hat doch viel... Ne, Handhabung und Damage. Okay. Darauf bin ich ausgegangen. Ja, ist okay. Fernangriffsschutz. Warte mal, vielleicht kann ich mir hier Outfit modifizieren. Tarnung, Tarnung, Tarnung. Nee, habe ich nicht viel. Was haben wir denn hier? Verderber. So. Jetzt haben wir hier Eisschutz. Haben wir mehr? 31% Eisschutz. Das Ding hat 28. Wunderbar. Und das Ding hat hier 30. 26 zu 30.
Das ist gut. Elektroschockschaden. Schockschutz. Nein, da sind wir schon gut ausgebeutet. Was haben wir hier? Feuerschutz. Gut, immerhin besser als gar nichts. Das hat so ein Allround-Ding, das genau, das hat nämlich keine Effekte. Das sieht schon geil aus, ne? Die Seide. Was ist das? Schattengetreue. Ach so, stimmt. Ja, das ist dieses, okay. Also unser traditionelles Outfit. Banuk ist auch so ein Allround-Ding. Sturmhüterin, ja. Nee, ich bin eigentlich zufrieden. Mit dem ganzen Kram hier. Ich meine, wir könnten noch ins DLC gehen. Gucken, ob hier nicht irgendwelche bösen Überraschungen auftauchen, aber ich glaube nicht. Das war sozusagen der Bosskampf schlechthin. Wie kommt denn da Licht raus? Ist das Sonne? Auge des Sturms? Sieht eher so aus, als wenn wir hier in der Höhle wären, aber eigentlich sind wir unter freiem Himmel. Es ist aber auch kein, es ist auch ein Kunstlicht. Wieder Cutscene. Gaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Was? Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Ja, ich will zwar nichts sagen, aber einfach mal so ein Berg wegsprengen kann man mal machen. Ich will zwar jetzt nicht die, ich will jetzt den Ernst dieses Spiels jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber... Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Nicht runtergucken. Was? Ach, Quatsch. Ich will zwar den Ernst der Lage jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber so einen Krater hinterlasse ich auch, wenn ich eine ordentliche Bohnenpfanne gegessen habe. Lass mich raten, hier kommen wir später wieder runter irgendwie. Ich kann mir gut vorstellen. Finde ich aber an sich ganz gut. Das hat mir bei Skyrim auch an gut gefallen. An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Tja. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Aha. Jetzt auf einmal. Na komm. Es wird Zeit reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht. Ich habe jetzt mal Phoenix Rising geholt. Alles hängt jetzt von Immortal dir. Phoenix Rising für die PS4. Liegt jetzt auch schon seit 2 Wochen hier bei mir als Game rum. Und das Einzige, was ich damit gemacht habe, ist... Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Das liegt auch schon seit knapp einer Woche hier bei mir rum. Wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen unangetastet rumfliegen. Nur die Plastikverpackung abgebonert. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Okay. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Pass auf, wo du hintrittst. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe?
Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit treiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Hat er etwa Vorurteile gegen Veganer? Aber auf der anderen Seite, bei diesen ganzen nervigen Veganern, die hier meinen, missionieren zu müssen, kann ich es nachvollziehen. Das würde mich auch ankacken. Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Ach, kein Problem. Wenn du da mit einem Veganer sprichst, der nichts anderes davon sagt, oh, es ist toll, es ist gut und du musst es ja auch sein, sonst bist du scheiße. Und ich denke mir so, ja, klar, natürlich, dann bin ich einfach in Ruhe. Ihr hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Die hält seit 19 Jahren. Naja. Ja komm, ich meine, komm schon. Wie schwer bist du mit dem ganzen Gewicht? 70, 80 Kilo, Aloy. Mit dem Bogen, mit den Fellen und mit dem Fell-Dingsbums. Also, wird dich schon aushalten. Also, Vorratskiste. Komme ich nicht runter. Wahrscheinlich hier machen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Nein, ich will nicht nach oben. Ich will nach... Ach komm, drauf geschissen. Ich will nach oben. Kletter, kleine Aloy, kletter fix. Danach gibt es so von Magifix. Entschuldigung. Das hat sowieso keiner. Die meisten schalten nach 1,5 Minuten ab. Also dementsprechend glaube ich nicht, dass alles, was ich hier laber, jeweils von irgendeiner menschlichen Seele gehört wird. Dementsprechend kann ich nach 2 Minuten totalen Bockmist labern. Hier müssen sie gelebt haben. Ja, schlimm, ne? Es ist nicht viel übrig. Ja. Einst war dies alles von Stein und Metall umschlossen. So, was haben wir hier? Aufnahme. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über Schamanismus. Ich weiß nicht. Was? Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern mit einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben. Irgendwie. Oder Elysium. Oder wir hier in Gaia Prime. Es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein. Andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Ja, ja. Ja, so endet's immer. Egal, wie tief man sich verbunkert. Wir werden keine Maulwurf-Menschen. Aber schon interessant. Es endet, wie es begonnen hat. In Höhlen, umringt von einem flackernden Licht. Und auch mit Knochen bewaffnet, so ein altes Nokia an den Knochen gebunden. Ich habe ein Tier erlegt. Zimmer. Fleisch, Feuer, Huga Huga. Das erinnert mich so ein bisschen an die... Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher.
Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Na dann. Gut, Gaia-Tagebücher. So, ich will mal was gucken, was haben wir denn hier? Ja, das können wir alles lesen und alles angucken und ja, es ist mir eigentlich komplett wurscht. Textdatenbücher. Ja, keine Ahnung. Wir könnten so viel machen, aber um ehrlich zu sein, es interessiert. Wir werden schon herausfinden, was wir müssen. Aber alles so von Eis und Schlacke so besetzt, das macht es ein bisschen einfach, vor allem vom Design her, weil da muss man sich nicht so viele Details einfallen lassen. Find ich jetzt. Ich meine, stell dir mal vor, das müsste man alles einrichten. Da bräuchtest du einen Planer, einen Konzeptzeichner, der das macht und alles. Und irgendwo muss auch mal gut sein. Kann man sich dann lieber auf die Story konzentrieren und ein gutes Gameplay machen. Johnson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Was heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Nicht so geil. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Ja, da kommt wahrscheinlich ja keiner mehr rein. Außen. Fuck. Und so wie das... Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa? Oh nein. Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Wow. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Aloy? Sie ist tot. Wirklich tot. Na gut, das wusste aber vorher. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren... mehr als außergewöhnlich.
Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt sich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Interessant. Ja, also Silence, das war nicht so geil. Das weiß sie selbst, ne? Gibt es hier noch irgendwelche Datenpunkte? Ich meine, wenn wir schon hier sind. Mir werden die nicht alle anhören. Ich will sie aber zumindest, wenn ich schon mal hier bin, eingescannt haben, dann haben sie wenigstens mal mitgenommen. Obwohl ich einen anderen Spielstand habe, wo wirklich mehr drin ist. Auch diese ganzen Maschinenbauteile und allem drum und dran und die Blumen. Ja, war alles ganz cool, aber es hätte mir jetzt Angst gemacht, dass da Schnee runterfällt, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt. Was pflanzen wir in ihre Köpfe rein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Ja, wenn du eine KI entwickelst, musst du echt aufpassen, was du dir zu füttern gibst. Kann nach hinten losgehen. Und gerade bei sowas wie Gaia, bei so einer Mega-KI, wäre ich auch echt zweimal, würde ich auch echt... Am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert. Fuck. Daran hatte ich nicht gedacht. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, Entschuldigung, wirklich. Entschuldigung. Sorry, Aloy. Daran hatte ich nicht gedacht. Wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, hier. Okay. Ja, Liz hat sich geopfert für alles und der sieht so aus, als wäre er... Als würde er es anders da sehen wollen. Ich habe da so eine schlaue Idee war. Die Tür ist verschlossen. Oder? Ne, ist eine Cutscene. Das waren wohl die restlichen der Crew. Da ist Luft reingelassen. Die Luke geöffnet habe. Von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war.
Aber die Alphas waren da drin. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören, ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass, hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf. Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit. Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfeuert. Dieser Sack. Er hat sie umgebracht. Das ist also der Grund. Der Grund, warum wir in finsterer Unwissenheit gefangen waren. Wegen der Unschuldigen. Unschuldige. Er hätte mal den Sonnenring sehen sollen. Alles, was diese Leute erreicht hatten. Alles Wissen der Alten ausgelöscht. Weggeworfen. Einfach in die Leere. Genau wie auch die Alphas selbst. Nein. Keine Leere. Als die Luke aufging und ihre Asche der Wind verwehte, gelangten sie in ihre neue Welt. Die Welt, in der wir leben. Sie ist ein Monument dessen, was sie erreichen wollten. Ein Monument des Vergessens. Nicht des Vergessens, Silence. Der Hoffnung. Wow. So ein Arschloch. Aber es wäre interessant gewesen, wie es gelaufen wäre, wenn er es nicht gemacht hätte. Die Masterüberbrückung. Sie ist so klein. Ja, jetzt musst du damit nur noch Hades vernichten. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Spiels, was mir durchaus gefällt. Kehre in Silence Werkstatt zurück. Ja, ist ja hier in der Nähe. Wir gleich mal gucken. Es dämmert. Gleich mal gucken, wie lange wir schon. Das klang nicht gut. Versuch bitte nicht in den Tod zu stürzen. Die Master-Überbrückung überbrückt nicht die Schwerkraft. Dingsbums. Mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Ah, 34 Minuten ist okay. Ja, das trübt natürlich die Stimmung. Mit der Master-Überbrückung müssen wir jetzt irgendwie Hades vernichten. Das wird interessant. Ich muss ganz ehrlich schon mal Pipi. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wie lange ich den Part noch mache. Gar nicht so lange. Du bist hier. Nur ganz kurz. Was?
Unser gemeinsamer Weg ist zu Ende, Aloy. Doch bevor ich gehe, sollst du noch den Rest der Geschichte erfahren. Na, immerhin. Nur zu. Ich habe dir ja bereits erzählt, dass ich mit der Eklipse zu tun hatte. Ja. Aber ich habe dir nie das ganze Ausmaß meiner Schuld gestanden. Es ist so. Ich war von Anfang an dabei. Ich fand Hades, Aloy, auf dem Berg begraben, in den zerschmetterten Titanen. Und ich diente ihm. Das habe ich mir schon fast gedacht. Er versprach Wissen und gab es mir. Solches Wissen. Unvorstellbar. Und im Austausch? Ich erschuf die Eklipse. Ich erschuf den Kult. Eine Armee nur für ihn. Lol. Warum erzählst du mir das jetzt? Weil dein Erfolg von diesem Wissen abhängt. Als ich Hades fand, war das Erste, wozu er mir Fragen stellte, der Turm. Nicht Meridian. Der Turm. Warum gerade danach? Der Turm wurde von Gaia erbaut. Von welchem Teil Gaias? Minerva. Ihr Codebrechermodul. Gaia baute Türme, um die Codes zu übertragen, die die Pharaoh-Maschinen abschalteten. Ihre Biomasse-Umwandlungssysteme stoppten. Hades möchte etwas Neues senden. Die Maschinen erwecken, damit sie die Welt noch einmal verschlingen. Ja. Nach dem, was wir wissen, komme ich auch zu diesem Schluss. Und die Eklipse. Die erweckten Roboter. Sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Eine Armee, die den Turm erobert. Ja. Damit Hades wieder alles Leben auslöschen kann. Wenn du ihn nicht stoppst. Lol. Und wie stoppe ich Hades? Mehr kann ich nicht tun. Von diesem Moment an liegt es an dir. Toll. Nimm meine Lanze. Montiere die Masterüberbrückung daran, dann kannst du sie injizieren. Dann brauche ich sie Hades also nur noch in seinen Schädel zu rammen? Ganz genau. Oh, kein Problem. Silence! Wo willst du hin? Überall und nirgends. Es gibt noch so viel zu entdecken, bevor die Welt endet. Den werden wir, glaube ich, im zweiten Teil wiedersehen. Überlasse ich dir, natürlich. Wir wissen ja, du bist dazu bestimmt. Ich bin nur so hineingestolpert. Interessant. Interessant. Das, was alles beenden kann. Wenn du den verlierst, Aloy, gibt's ein Problem. Fertigkeitspunkt. Na, ist okay, ich nehme ich mit. Drohende Schatten, Questmenü. Ich muss Avad erzählen, dass die Eklipse bald angreifen wird. Nach was mit der Wahl passiert ist. Nein! Boah! Komme ich auch runter? Ich habe gedacht, ich komme hier runter. Man hätte es ja auch einfach machen können. Hätte es ja auch einfach mal abseilen können. Naja, komm, runter geht's eh immer schneller als hoch. Na, machen wir es hier. Ja. Bei dem Move wird sogar Batman eifersüchtig. So, ja, könnte man natürlich noch mitnehmen und alles, aber es interessiert mich jetzt nicht. Ich mache jetzt eine Schnellreise, mache einen Stoppi, die Pipi machen und dann gucken wir mal, ja, wie es weitergeht, ne? Also dann, bis gleich. Tschüss.